tierische Angst im Dunkeln. Also es geht jetzt so. Also es ist, wenn ich jetzt kein Horrorspiel spiele, ist das voll okay. Nur ich schwöre euch, sobald ich, zum Beispiel Slender, ich habe ja gesagt, ich hatte also ich lag schon ein paar Stunden wach, muss ich sagen, weil ich irgendwie, ich habe mich auch nicht getraut, die Augen irgendwie aufzumachen. Ich hatte irgendwie, ich weiß nicht, ich habe so viel Fantasie, was das eigentlich, ich habe immer Angst, so, oh Gott, das ist total unnütz und unberechtigt. Ich bin ein erwachsener Mensch, aber, also mehr oder minder, sagen wir es mal so. Aber, ja, bei mir, das ist schon so ein bisschen kritisch. Früher habe ich mir überhaupt keine Horrorspiele reingezogen. Das ging einfach nicht, weil ich nicht mehr schlafen konnte nachts. Das fand ich überhaupt nicht witzig. Aber ich muss sagen, meine Neugier hat mich da auch ein bisschen übermannt. Also an der Horrorspielen. Das Ding ist, ich hatte fast immer Freunde, also meine männlichen Freunde, meine Liebhaber, sage ich jetzt mal ganz doof, die wirklich sehr... Ja, Horror begeistert waren, Horrorspiel begeistert hatte ich fast immer. ETF ist der erste, der, naja, mein Gott, wo ich dann wirklich so ein bisschen lachen muss, sag ich mal, weil er noch mehr Schiss hat als ich in manchen Spielen. Wie kann man in Dead Space Angst haben? Na egal. Und, gut, das sagt dann manch anderer an Slender, ne? Wie kann man in Slender Angst haben? Da habe ich mir dann einen abgelacht, aber, ja, es ist schon ganz schön krass teilweise gewesen. Ich konnte wirklich nicht schlafen nachts. Toll, jetzt geht die Sonne mal wieder unter. Und das Ding ist, bei, als ich Slender gesehen habe, ich habe immer das Problem, oh, dass es nicht Nacht ist. Ich habe immer das Problem, Faden verloren. Ja, jetzt habe ich einen Faden verloren, schön. Keine Ahnung, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall bin ich... ach so, ich habe das Problem, wenn nachts... Wenn alles ist ruhig und urplötzlich... Aber wirklich übelst laut knackt dann dieser fucking Schrank oder der Boden oder die Heizung oder was weiß ich. Also irgendwas macht dann ein abartig lautes Geräusch und ihr könnt euch nicht geben, wie ich da teilweise zusammenfahre. Das geht einfach gar nicht. Hohoho. Nee, das ist so richtig unschön. Das ist nicht mehr feierlich, was da teilweise abgeht. Tut mir leid, dass ich jetzt als hier hin und her glotze. Es ist nicht so, als wenn ich jetzt nicht wüsste, wie und was. Aber ich muss gerade echt erstmal gucken, wie ich das jetzt machen möchte. Nee. Und da habe ich mir dann doch teilweise... Also ich teilweise leide ich hier schon richtig, aber das ist dann wirklich nur in Spielen, die entweder neu sind, also wo man die Routine noch nicht drin hat. Also eins der, irgendwann muss ich mal so eine Liste machen, meine größten Angst-Horror-Spiele, sag ich mal, also die Spiele, bei denen ich den meisten Schiss habe. Also ich glaube, da streiten sich Clock Tower 2. Clock Tower 2, Amnesia und Slender um den ersten Platz. Das Ding ist, dass Slender verdammt gruselig ist, weil einfach mal eben boom, kriegst du mal eben so einen schönen Soundgeräusch um die Ohren gehauen. Das ist schon richtig schön ekelhaft. Das ist ja so toll. Das ist das zum einen. Und zum anderen, ich muss mal einen Weg bauen, ne? Zum anderen... Ups. Das Ding ist, bei Amnesia kriegt man fast immer eine Vorwarnung. Das finde ich eigentlich auch ganz gut so. Also von wegen... Ups. Von wegen... Das sind die meisten natürlich scheiße. Ich finde das nicht ganz so schlecht. Man erschreckt sich zwar, aber man weiß, okay, jetzt sollte ich mal die Beine in die Hand nehmen. Das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Manch einer mag das vielleicht nicht. Also ich bin immer ganz froh und glücklich über Vorwarnungen. So weiß ich, okay, jetzt muss ich mich in Acht nehmen. Bei Slender kriegt man, wie gesagt, einfach ein Soundgeräusch um die Ohren gepfeffert. Das dann so plötzlich ist, dass man einfach mal eben schön Herzkasper kriegt, das ist natürlich richtig toll. Meine Ohren, ich schwöre, meine Ohren, also beziehungsweise das eine Ohr. Ich muss dieses, ah, es ist so blöd, ich muss dieses dumme Mikro so ein bisschen neben meinem Kopf haben,
Und dadurch den Ohrenaufsatz quasi, also diese Hörmuschel total verschieben. Oh, und die hängt halt jetzt auf meinem Ohrläppchen drauf. Also das ist wirklich so unangenehm. Mann, ey. Ich habe auch noch ein Standmikro, aber Gott im Himmel, das hat so eine behinderte Qualität. Das ist gar nicht schön. Das macht auch überhaupt keinen Spaß. Wundert euch nicht, das wird nur ein Weg. Ich wollte das alles erst ohne euch aufbauen. Nicht, dass ich euch jetzt ausschließen will. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht interessiert ihr das nicht. Ich weiß ja, ihr guckt lieber, ich verstehe es ja auch, ihr guckt lieber Höhlenerkundungen. Ich verstehe das wirklich vollkommen. Aber ich hab momentan einfach Lust zu bauen, muss ich sagen. Und ganz ehrlich, die letzte Höhlending, ich meine, 5 Folgen nur dummes Rumrennen. Oh mein Gott, das war ja so aufregend. Andererseits hört ihr immer ganz ulkige Sachen daraus, dadurch. Meine ganzen Labereien, die ich da von mir gebe. Obwohl die meisten das ja ziemlich gut finden, muss ich sagen. Also haben ja die meisten immer gesagt, ja, ich finde das gut, dass du das, dass du so offen bist und so. Ich weiß nicht, so, pff, warum nicht? Ich erzähle jetzt keine Ahnung, was für Geheimnisse. Mich stört das auch nicht. Ich habe Hunger. Beziehungsweise ich habe Fresslaune. Meine Mutter hat heute Hochzeitstorte gemacht. Das heißt zwar Torte, aber eigentlich ist das eher hier. Eigentlich ist das eher eine Art Kuchen. Oh mein Gott, das ist so verdammt lecker. Der beste Kuchen ever. Der ist ja so geil. Das ist, wie soll man das sagen? Ihr kennt doch bestimmt alle Schmandkuchen. Da hat man eben auch diese eher... Ja gut, ich meine, nicht jeder Schmandkuchen ist gleich, aber man hat einen Boden, so eine Art Tortenboden. Man macht ihn allerdings auf eher so einem eckigen Blech, ist einfach besser. Zumindest macht das meine Mom so. Und dann hat man eben diesen Tortenboden und da kommt dann Schlagsahne, natürlich steif geschlagen. steif geschlagen drauf. Dann kommt, kommen Pfirsiche drauf. Oh mein Gott, das ist so lecker. Und dann kommt eine Maracuja-Creme, die man natürlich mit so einem Soßenbinder, sag ich mal, so einem Gelee-Soßenschister, keine Ahnung, etwas ja dickflüssiger machen muss, sonst hält der ganze Mist ja nicht. Und das ist so lecker, das glaubt ihr nicht, wie verdammt lecker das ist. Oh, das ist so der geilste Kuchen ever. Maracuja allein drauf, euch liebe Maracuja. Ne, und das ist so lecker. Und wenn ich daran denke, ich krieg schon wieder Hunger, obwohl ich vorhin auch schon, mein Opa hatte Geburtstag und wir haben auch noch Schnitzel gegessen. Gott, ey, ich bin eigentlich total voll, aber dieser Kuchen ist so lecker. Oh mein Gott. Und ich bin auch kleiner Fressack, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht mega fett, das ist nicht so, aber naja, ich sag's mal so, manchmal sollte ich schon aufpassen, ne? Weil ich manchmal auch, ich bin auch ein Mensch, der ist ein richtiger Genießer. Ich liebe Essen, es ist schön, ich weiß nicht, Essen macht Spaß. Man kann sich entspannen quasi dabei. Es ist schon schön irgendwie. So, und ich möchte mal... Ich weiß nicht, Essen, Frauen und Essen, das ist sowieso... Macht glücklich, etc. Und keine Ahnung. Man muss natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Das ist natürlich klar. Vor allem sollte man abends nichts mehr essen. Das allerdings, muss ich sagen, ist sehr, sehr schwierig. Das muss ich wirklich zugeben, das ist ja so schwierig, abends nichts mehr zu essen. Hohoho, denn gerade abends, das ist doch unfair, gerade abends kommen dann, ich meine, ich gucke ganz selten Fernsehen, wirklich verdammt selten. Aber wenn, dann knabbert man doch auch gerne mal was dazu, oder ich gucke ja eher YouTube, ich meine, ich gucke theoretisch anderes Fernsehen, also überhaupt wie gesprungen im Endeffekt. Ich brauche irgendwie mal mehr Rote. Also ganz ehrlich, das sieht doch besser aus als diese bescheuerten Banken, oder? Also finde ich zumindest. Nee, und dann guckt man YouTube oder Fernsehen oder was auch immer und dann möchte man doch auch irgendwas dazu knabbern, oder nicht? Also ich finde das immer doof, wenn man dann gar nichts hat. Das ist doch blöd. Dam, da, dam, da, da, da.
machen wir geradeaus noch ein bisschen, so einen Rundgang quasi. Dam, 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 dam. Oh Mann. Ich wollte sagen, ich glaube, ich muss mal wieder schnibbeln. Ich habe es sofort gemacht. Wie gesagt, nicht wundern, wenn urplötzlich mal so eine ganz kleine Millisekunde so rausgeschnitten scheint. Das ist dann auch so. Damit eben nicht dieses Hinsetzen und dann zwei Sekunden später ist dieses Plopp hören. Das ist so behämmert. Deswegen, das möchte ich bitte unter jedweder Umstand vermeiden. Das erinnert mich so ein bisschen an Harvest Moon. Man hat da auch immer so vorgegebene Wege. Okay, das ist jetzt... Das Ding ist, das hier ist jetzt ein bisschen doof, muss ich sagen. Ich kann es aber auch ganz einfach so machen. Okay, okay, im Moment, da sieht das hier allerdings so ein bisschen doof aus. So ein bisschen unebener darf es dann schon sein. Geschissen, ja, so. Muss dann halt nur noch ein bisschen grün werden. Ja, Treppen habe ich jetzt natürlich keine dabei, aber die kann ich mal schnell machen. Ich bin nämlich jetzt eigentlich nicht von ausgegangen, dass ich überhaupt eine brauche. Habe ich auch ganz vergessen. Okay, jetzt habe ich gleich 4 Treppen. Okay, so war eigentlich auch nicht ganz verkehrt. Oh, wird es schon wieder Nacht? Meine Güte, ist das nervig. Genau, der Rest kann ja dann auch grün werden. Es wird schon wieder Nacht. Ist das doof? Ist aber sehr bewölkt, der Himmel heute. Oh, irgendwie juckt es mich. Es nervt, ich weiß nicht. Oh, sobald es warm wird und die Pollen fliegen. Ich meine, gut, jetzt um die Jahreszeit ist das kaum noch so, aber es erinnert mich nur gerade dran. Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt, aber... Okay, ich sollte jetzt wirklich mal reingehen. Aber, ich bin leider auch so ein Heuschnupfenopfer. Wobei bei mir, Gott sei Dank, es hält sich beim Niesen. Also ich kriege jetzt nicht irgendwie eine Rotznase oder sonst was, aber ich muss niesen und manchmal juckt es dann auch ein bisschen. So, ich glaube, die Luft ist rein. Ich hoffe, dass es so ist. Wenn nicht, habe ich halt gelitten. Wenn nicht, muss ich halt irgendjemand umbringen. Ich wollte zwar eigentlich den Zaun innen haben, also den Weg machen und den Zaun darum, aber ich meine, so geht es ja eigentlich auch. Das ist andererseits, ich meine, ist eigentlich wurscht, oder? Ich weiß nämlich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau. Ich bin nicht, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin nicht allzu, ja, kreativ, was jetzt irgendwie so Gartenoptik, sage ich jetzt einfach mal, angeht. Da hält sich bei mir leider in Grenzen. Also irgendwie... Ihr könntet langsam wirklich mal... Ich meine jetzt ernsthaft, wie viele Tage habe ich die jetzt hier eigentlich schon stehen, ohne dass was passiert ist? Ich muss unbedingt mal bei Wiki, mein Wiki glotzen, ob ich da nicht irgendwas vergessen habe, weil irgendwie ist das doch echt bescheuert. Hier jetzt eine Windmühle wäre schön, aber ganz ehrlich, das ist schon wieder dieses Problem, man würde kaum was sehen. Dann habe ich überlegt, ob ich nicht ein Mais... was habe ich bloß als mit meinem Maisfeld? Ich wollte ein Ach, schlaues... Nein, du bist so ein schlaues Kind, oh mein Gott, Ironie aus. Hier machen wir die Spitzhacke weg, brauche ich gerade eh nicht. Wow, das war Schnellwuchsmittel. Yeah. Dünger for the win. Nein, das Ding ist, ich möchte ja Metanite nicht verdecken. Das wäre ja irgendwie voll behämmert. Oh Gott, zum Thema voll behämmert. So, jetzt haben wir das einmal umkreist, sage ich mal. Nehmen wir den mal da raus, den sieht man dahinter ja eh kaum.
Kann man auch hier hinten. Na okay, gut. Vielleicht nicht ganz so nah beieinander, sonst sieht das alles ein bisschen so zugekloppt aus. Moment. Was brauche ich ja noch an anderen Stellen, so ein paar Sachen. Ich muss, wie gesagt, unbedingt mal ein paar rote holen. Irgendwie ist das alles zu grün. Ich mag ja grün, aber so ein bisschen Abwechslung darf es dann schon sein. Ich habe bislang fast immer nur grüne gefunden. Das ist halt ein bisschen doof gelaufen. So, hier kommen wir rein. Da, 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 da.